Hallihallo, ihr lieben Bastelwütigen und Papiersüchtigen. Bevor dieses tolle maritime Album auf die Reise geht, habe ich gedacht, zeige ich euch das noch schnell. Ich bin ein bisschen begeistert. Ich habe wieder vieles anders gemacht, wieder neue Sachen ausprobiert und dies und das und ja, ich weiß, dass die Auftraggeberin auch sehr glücklich sein wird. Sie hat schon ein bisschen draufschauen können. Ich habe sie da ein bisschen dran teilhaben lassen. Das Cover ist sehr opulent geworden. Ich habe hier mit Buchpappe einen Ring gemacht, habe dann Folie von oben, Folie von unten. Ich habe das gefüllt mit Standsteilen mit Muscheln und mit kleinen Fischis und ich hatte ja, erst hatte ich da richtig Sand drin, ne? Fand ich genial die Idee, aber Sand hat ja die Eigenschaft, das staubt und dann war diese Folien von innen, die waren ganz staubig und belegt und man hat da gar nicht mehr richtig durchgucken können, darum habe ich das alles nochmal umgeworfen und habe jetzt hier diese kleinen mini-goldenen Perlchen drin, die eigentlich fürs Nageldesign gedacht sind und weil die so matt golden schimmern, haben die so den Eindruck von Sand. Ich glaube, ich habe das ein bisschen voll gemacht. ja, habe dann einen Rettungsring gebildet, habe das hier mit dem Band umwickelt, habe das ganz doll dekoriert und habe von hinten, habe ich dann nochmal diese Unterwasserpflanzen gegengemacht und das ist ein ganz grober Sack von irgendwoher. Ich weiß wirklich nicht, wo der herkommt. Ich nehme das gerne bei Karten oder so. Und gerade so für das maritime Covergestaltung, da ist das ist einfach perfekt dafür. Ich habe hier noch Muscheln und so Deko-Teile. Das habe ich im Depot mal erstanden, genauso wie diese Seesterne. Also die sind unecht. Die Muscheln sind echt, aber das hier ist unecht. Ganz viele Standsteile. Von hinten habe ich, also Buchrücken ist glatt. Hier hinten kommt nachher noch mein Label hin. Das habe ich auch so ein bisschen maritim aufbereitet und dann kommt es hinten noch drauf geklebt. Wir haben also ein Buch von, ich sage mal 20x20, das ist es aber nicht. Das ist 21x22,5. Und ich muss mich da noch mal ein bisschen schlau machen. Ich habe eigentlich mit einer Hinspindung gearbeitet, aber ich habe ja bis dato immer das mit den U-Profilen gemacht. Und weil das ja bei dem Sämereien-Mini-Album so toll mit der Akkordeonbindung geklappt hat, habe ich gedacht, probiere ich hier auch mal. Weil mir das dann dünner ist, weil mir das sonst immer so dick geworden ist von hier hinten. Und wenn man das mit der Akkordeonbindung macht, hat man ja nur eine flache Kartonschicht auf dem Buchrücken drauf. Und es gab mir natürlich die Möglichkeit, ich habe hier ganz viel Raum geschaffen, weil mein Problem war ja immer, wenn die Bücher fertig waren, dann standen die ja immer schon so ungefüllt. Und jetzt, das kommt richtig gut. Da ist also noch viel Platz, um was reinzumachen und zu sammeln und Fotos und whatever. Ja, 21 mal 22,5 habe ich gesagt. Ich habe ganz neue Taschen noch probiert wieder und nee, ich bin wirklich begeistert. Ich finde das wirklich toll. Wir fangen an. Und man sieht hier schon, durch die Beweglichkeit der Seiten hat das alles viel mehr Spiel und blubbert sich nicht so auf. Und ja, hier habe ich nur Motive, die ich bei Etsy digital erworben habe, ausgedruckt, mit Lossi überzogen und hier kann dann auch wieder was hintergetan werden. Die Auftraggeberin sagte mir, sie möchte das eher so nicht als Fotoalbum, sondern sie möchte alles, was sie so sammelt. Das ist wohl eine Schiffsreise, die sie macht und da sollen dann so Karten und Tickets und Busticket und Ausflug dies und kleine diese Stadtkarten, die man bekommt, wenn man dann irgendwo hinkommt und ja, alles mögliche, Servietten und Bierdeckel und Cocktailpiker und ich bin ja da auch so eine Sammelwütige und bringe da auch immer ganz viel mit und das Album ist wohl dafür
gedacht in der Hauptsache, und es war ihr wichtig, dass sie Platz zum Schreiben hat. Das heißt also, hier sind viel weniger Fotomatten und Tags und sowas gibt es hier gar nicht, dass sie da ihre gesammelten Sachen rein tun kann. Und das hatte ich ja schon mal bei Facebook gezeigt. Das ist so, das ist ganz flach. Das sind eigentlich Abschnitte, die übrig geblieben sind. Aber ich habe mir gedacht, warum das umkommen lassen? Ich finde das richtig, richtig toll. Dann habe ich ja diese Taschen gemacht hier. Das ist aus Windradfolie. Das erste, was ich hatte, da habe ich mit dem Olympus, ich habe das eingeschweißt, laminiert. Und da mochte ich aber nicht, dass das sich gelöst hat von den anderen Seiten. Da hatte sich das gelöst, ob das nur mit dem Drucker hin und her, weil der so schwer geht, keine Ahnung, ob es daran gelegen hat. Aber ich wollte ja auch unbedingt dieses Juteband oder Flachsband oder Paketschnur, ich glaube, gekauft habe ich es als Leinengarn. Das wollte ich ja unbedingt noch verwenden, und dann habe ich gedacht, das müsste mit der Windradfolie, müsste das auch gehen. Und das funktioniert auch mit den Druckknöpfen ganz toll. Und da kann sie dann allen möglichen kleinen Kiki-Kram dann reinmachen. Hier habe ich einen Magnet hinter. Und hier habe ich viel mit Glossy gemacht. Und da kann dann was hintergeschoben werden. Und die Fotomatten gehen diesmal nach oben raus, wenn sie denn kommen. Und da habe ich dann einfach die Restpapiere drauf verarbeitet und keine Rückseiten gemacht. Weil wenn da wirklich was raufgeklebt wird, dann wird das nur unendlich dick, und wollte ich nicht. Weiter geht's. Hier habe ich die Möwen auf den Poller gestellt, und das ist ein so ein Teil. Da habe ich ein paar Linien drauf gemacht. Hier kann sie zum Beispiel was reinschreiben, raufschreiben, weil das war ihr ja wichtig, genauso wie hier. Aber ich habe nicht alle Teile mit Linien versehen. Das wäre doch dann sehr aufwendig geworden. Ich habe ihr vier dieser Journals gestaltet mit Papier, und es war ihr wichtig, dass sie Linien hat. Also mussten wir da Linien schaffen, und dann war mir das aber zu nackt, und dann habe ich, das habe ich gestern noch gemacht, im Prinzip wie die Doodles, nur halt nicht mit Stiften selber gemacht, weil das sollte ja alles dann ganz gleichmäßig und akkurat sein, und auch weil ich ja Vorderseite und Rückseite bedruckt habe, dass das dann irgendwie alles ja, ein bisschen stimmig ist und ein bisschen zueinander passt. Wie gesagt, davon gibt es vier Stück. Vorne mal ein bisschen dekoriert mit dem Papier, ein paar Sprüche. Da habe ich jetzt endlich Blöcke gefunden. Einer ist von Tim Holz, und noch ein paar andere, und dann ausgeschnitten und da aufgeklebt. Und hier habe ich, das ist ein Motiv, was ich ja schon ganz lange bei mir auf dem PC zu liegen habe. Das habe ich mit Glossy überzogen, ausgeschnitten, und dann wird das immer an diesen Stellen geklebt. Und dann kann man da was reinschieben, ohne dass es unten rausfällt. Ach so, und hier, das fand ich ja auch toll. Das sind Taschen. Da kann man whatever was reinschieben. Und hier kann man auch noch was Kleines reintun. Geht also auch. Dann geht es weiter. Hier ist wieder Raum, Platz, da kann man auch was reinschieben, und ich hatte erst eins von diesen Journals da drinne, aber dann hat es mir das verdeckt, und dann habe ich das noch mal woanders platziert. Und hier auch große Taschen. Und ich habe das immer wieder, das Gegenstück von da, das kommt dann hier hin. Das wiederholt sich also im ganzen Buch, das ist durchgängig. Und ich finde das schön, weil dieses Dreieck erinnert ja irgendwie an Segel und hat somit gut die Verbindung zum Maritimen. Und ich fand das passend, sehr passend. Hier habe ich ihr Platz für Postkarten geschaffen, weil sie sagt, sie will Postkarten dann wohl auch sammeln. Hier geht wieder was hinter. Hier ist nochmal ein weiteres Journal, und die sind innen, sind die auch alle gleich. Das ist dann, ich habe erst gedacht, ich muss zwei verschiedene Motive haben. Nein, muss ich nicht. Das passt so schon. Und es ist auch Absicht, dass einige ragen ja etwas oben heraus und andere gehen tiefer rein. Das ist Absicht. Da habe ich mich also nicht vertan. So war der Plan. So, weiter geht's.
Und die sind dann immer symmetrisch, die sind immer gleich. Das sieht bestimmt toll aus, wenn nachher dann hier irgendwelche bunten Sachen drin sind. Dann überall ragt dann noch ein bisschen was vor, quer, hoch kann, wie auch immer. Dann habe ich hier, das sind auch Ausschnitte, die von hier übrig geblieben sind. Und dann habe ich die, genauso wie der Karton. Und das hat sich alles ergeben. Das ist, während des Arbeitens ist das entstanden. Ich habe das nicht so geplant. Das kam einfach. Und hier kannst du auch wieder was reinschreiben. Hier noch was separat reinschieben. Fand ich gut. Fand ich richtig gut. Ich glaube, ja, hier kann man auch noch was hintertun. Genauso wie hier. Die sind also alle so gemacht, dass man da noch was Kleines reinschieben kann. Genauso wie hier. Das ist identisch. Und dann haben wir, und das geht immer auf. Und das hakt hier, die klemmen aneinander. Da muss ich wohl nochmal beigehen. Genauso wie hier, da musste ich nochmal was reparieren. Das hat sich nämlich auch aneinander gehakt beim Zusammenklappen. Fand ich jetzt nicht so schön. Hier habe ich eine fertige Tasche aufgeklebt, habe die aber so gemacht, dass man hier was reinschieben kann und dass man auch von dieser Seite noch was. Also das ist einfach nur oben und unten angeklebt, ne? Das geht dann durch. Ich habe das für eine gute Idee gehalten. Und hier habe ich noch mal, also normalerweise würde ich sagen Booklets, die habe ich halt mit Linien versehen, dass sie da schreiben kann, so wie sie es bestellt hat. Ja, kommt ganz gut. Hier muss ich nochmal beigehen. Das hakt sich, dies genauso die Seite. Aber hier ist das dritte Journal, glaube ich. Die sehen alle ein bisschen anders vorne, aber sind innen halt gleich gemacht. Hier habe ich einen Magneten dran. Und das ist, ich weiß, ganz viele sagen, ach, das mache ich ja schon ganz lange so. Ich mache schon so lange Bücher, aber so habe ich das noch nie gemacht. Und durch die Beweglichkeit drückt es nicht so hoch und ist das, nimmt sehr viel mehr auf und ist nicht von vornherein schon so pompös. Also ich glaube, die Vögel haken sich hier aneinander. Hier habe ich Magneten hinter und damit man weiß, wo die Punkte sind, habe ich das tatsächlich so gemacht, habe ich die oben raufgeklebt und habe kleine Kreise ausgestanzt und habe das schön dicht rangeklebt, damit man nicht immer so hin und her fährt. Man weiß, die Punkte sind da und dann ist schön. Das ist auch wieder so eine Tasche hier, weil die keine Klebelaschen haben. Ist das ein bisschen frickelig, aber wenn dann da was drin ist, dann geht das schon. Hier habe ich noch mal ein kleines. Ja, normalerweise würde ich sagen Booklet, ne? Aber dadurch, dass sie will das zum Schreiben haben, kann sie schreiben. Und hier noch mal eine andere Form. Diese Tasche gibt es weiter vorne auch schon mal. Da könnte sie dann theoretisch auch was reinschreiben. Und zwar. Und hier ist dasselbe nochmal. Hier habe ich die Bilder habe ich gefunden und da habe ich dann nur den Vogel mit Glossy überzogen. Ich dachte erst, ich schneide die aus, aber ich fand dann die Bilder doch an sich so schön. Die durften dann bleiben. Und zwar. Sind wir schnell durch. Hier hatte ich noch gedacht am Anfang, so, da muss auf allen kleinen Booklets muss da noch was hin, dass man da was reinschieben kann. Nein, muss nicht. Aber ich habe das jetzt so gelassen. Und ganz viel Platz zum Einschieben und zum Sammeln halt so. Und hier ist noch mal so eine Tasche. Das muss ich mir unbedingt merken. Das muss ich auch, das kann ich auch bei anderen Alben noch. Man kann das auch nähen. Man kann es auch mit einer Klebelasche machen und mit Sticky Tape gut kleben, weil Sticky Tape ist ja auch durchsichtig, hält relativ gut. Ich finde die andere nicht mehr, dann könnte ich euch das nochmal zeigen. Das ist ja auch aus einem Stück. Das ist die Schablone dafür, ne? So wurde das zugeschnitten. Das sind die Klebelaschen, das macht man dann zu.
Und man kann entweder, ich habe das jetzt hier spitz gemacht, würde ich beim nächsten Mal nicht mehr so machen. Ich würde das dann tatsächlich so machen, weil das ist einfach zum Rein- und Rausgreifen. Wenn man da ein bisschen freier ist und da richtig zupacken kann, ist das besser. So, ich habe das hier gerade geschnitten. Würde ich, wie gesagt, beim nächsten Mal würde ich das eher andersrum machen. Ja. Hier sind nochmal die kleinen drin. Und hier geht es dann auch wieder was vorzuschieben, reinzuschieben. Da habe ich ganz viel von diesem Zeug habe ich gemacht. Ich habe da auch noch was über. Habe das gar nicht alles aufgebraucht. Man hätte jetzt auch noch hier was hinmachen können. Und da und da. Aber das ist dann auch immer kurz vor. Jetzt wird es quietschig. Und ich finde, es reicht, was hier an Kiki drin ist. Und hier kann man auch nochmal was reinschieben. Vielleicht eine Karte der Tour, eine Landkarte mit der Tour, die sie gemacht hat. So. Und hier ist das letzte Booklet drin. Das ist ein bisschen tricky hier, da muss man echt aufpassen. Also beim Rausschieben mag es noch gehen. Aber beim Reinschieben muss man dann schon Obacht geben, dass man da nicht hängen bleibt. Ja. Und das ist das maritime Album. Boah, ging das schnell. Ganz erschrocken, ne? Weil die letzten Videos waren immer so furchtbar lang. Ja, ich mag es sehr leiden, die Art der Bindung, die Art, wie die Seiten da reingehangen sind. Das finde ich sehr schön. Das wird dann wohl, werde ich wohl in Zukunft öfter machen. Das nächste Album ist ein Hochzeitsalbum, das weiß ich schon. Die warten auch darauf, die sind schon verheiratet und haben letztes Jahr geheiratet. Ja, ist schön. Ich bin richtig begeistert. Ich mag es wirklich leiden. Ich hoffe, die Auftraggeberin ist, wenn sie im Ansatz genauso begeistert ist wie ich, dann passt das alles und dann ist es schön. So, ihr Lieben, kurz und knackig heute. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund und bleibt kreativ. Tada!